diese ganzen Low-Rank-Typen hier. Ich mach Rang 15. Was soll denn das? Ach, okay, ach, warte mal. Kurz. Komm, ich mach Rang 15. Ganz genau. Ja, ich nehme auch mal meinen geringsten Soldaten hier. Ja, Ehrenmann. So. Herr Broken Blade. Du scheiß Low-Rank. Warte mal, was habe ich noch nicht vollgerankt bei den Squad-Dingern? Ja, doof, ne? Ich glaube, ja, Squad-Leader, weil ich nie Squad-Leader. Ey, jetzt hast du nicht die Möglichkeit dazu. Ja, ich merk's. Gut, übrigens um 56, wenn die Zeit genau 56 schlägt, beenden wir mal das Giveaway. Man muss ja auch mal zu Ende kommen, ne? Also genau Worten, eine Minute. Genau, noch eine Minute. Hast du eigentlich schon Crafter8301 jetzt willkommen geheißen? Ach so, Crafter8301, ja, du warst gerade bei der Begattungszeremonie dabei, das, Ein Voyeur. Ein Voyeur. Das war so gut. Ich bin richtig befriedigt. Ja, weil du dreimal dran warst. Qualitätscontent. Warten, wie geht das überhaupt mehr als zweimal in einer Minute? Naja, du warst die Frau, du musstest nur einmal. Ich bin der Mann, ich kann mehr machen. Deswegen frag ich ja, aber trotzdem, das ist nicht gesund. Zweimal in der Minute. Also, ich bin sehr potent. Sagt wer? Wer sagt, dass das nicht gesund ist? Also ich kann mir das nicht vorstellen. Weil der keine Freundin hat. Ja, genau, kann er ja gar nicht wissen, ob das gesund ist. Also ich stelle mir das generell nicht gesund vor. Ich führe Dreiecksbeziehungen mit meinen zwei Händen. Was? Welches hier eifersüchtiger? So viele Infos! Kuraten, du hast gewonnen auf Twitch, herzlichen Glückwunsch. Brauch dann nochmal deinen Gameplay-Namen und dann nochmal Tam-Tim, du hast auch nochmal gewonnen auf YouTube. Ja, im Ernst. Ich hab mal was gewonnen und hier ist mein Name, Kuraten. Ich hab einmal was gewonnen. Kuraten. Ich muss mal gerade gucken, ob ich dich als Freund habe. Sekunde. Warten. Ach ja, ich habe dich schon als Freund. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich danke vielmals an alle, die mir an mich geglaubt haben. Und Tam-Tim, du hast Leute auch gewonnen. Ja, ich habe gesagt, ich klopfe dir auf die Schulter und du hast es dir verdient. Danke. Wieso gewinnen immer die Kroaten? Wieso gewinnen immer die Kroaten? Okay, du bist bei mir unten durch, egal wer es war. Das steht im Chat, das war ich. Mag das nicht, wenn man ihn so nennt. Das okay, ich habe gerade deine Freundschaftsanfrage angenommen und jetzt hast du sie schon wieder verloren. Tut mir leid, auf Wiedersehen, mein Leiber. Mein Leiber? Okay. Und weg mit ihm. Moment, Kurat, du kriegst jetzt erstmal schon direkt den Code. Das kann ich über Discord machen. Ich hab dich ja komischerweise als Freund da. Wie ist das, dass er den Code will? Also, nimmst du die Liebe? Da hast du meinen Code. Ich will deine Scheiße nicht. Okay, stopp. Ich will deine Scheiße nicht, das ist gut. So. Hier, Tim, du musst mir nachsehen, weil ich guck mal meine Friends also, an. Was war das denn jetzt? Würdest du die Übertragung dafür kurz ausmachen? Weil ich kann ja sehen, wie du jetzt durch die Liste nach. Ich muss. Ja, ist schon klar. Ich mach das gleich auf Sensor. Kannst du mal auf E schreiben oder nicht? Ja, wo bist du denn? Warte mal, wie hieß du denn nochmal? Nur zur Sicherheit. Tim Sieger 99 steht da. Entschuldigung. Bin doof. Ja, bin ich doof? Also ja, aber. Ich bin doof, bin ich doof. Weil du dich entschuldigt hast, nehme ich es nochmal an. Ach, da bist du. Schlupf. So. Sehr freundlich. Echte Liebe von Kroaten wird ausgeteilt. Auf jeden Fall. Alles habt ihr jetzt gedacht, ich schreibe hier wirklich einen echten Code rein? Wirklich jetzt. Gut, aha. Warte, wie ist das bei einem 12-stelligen Code, der aus Zahlen, Buchstaben und Groß- und Kleinschreibung besteht? Kann es bis zu 62 hoch 12 Möglichkeiten geben oder sowas, wie der Code aufgebaut ist? Oh, Kopo holt sein dickes Ding raus! Aber es muss eigentlich nicht zensiert werden, da reicht, wenn man so einen Pixel. Warte! Ach, so, was ist? Du weißt schon, dass das Bein nicht geht. Da muss nur das Pornhub-Logo oben in die Ecke. Ja, Moment. Da steht jetzt gerade Discord als Link. Also wenn ihr noch mehr davon hören wollt, kommt zum Discord. Nein, das gibt's nur Freitagabends, wenn ein Supermarkt seine Show abzieht.
Ihr habt einen eigenen Channel dafür. Ja, stimmt, genau. Ah. Wusste ich gerade. Ah. Ah, das erinnert mich gerade. Ah, das sieht gerade so aus wie bei South Park, als das Internet ausgestürzt war. Die Show heißt übrigens Super-Gauz. Seine Show heißt Super-Gauz. 50 Cent. Ich hab den Witz nicht verstanden. Der Super-Gau? Nee, das ist doch schlecht. Ich fand das jetzt nicht so schlimm, weil das könnte ja auch bedeuten, totale Katastrophe und so weiter. Doch, ach, doch. Übrigens, Cobra. Ja, was, Nick? Dankeschön für die Freundschaftsanfrage. Ja. Mein Name. Erstens, irgendeiner von euch ist noch nicht im Krieg drin für die Deutschen. Ein Verräter. Du Schlange. Wer das wohl sein würde. Und zweitens, seit heute ist im Epic Games Launcher das Railway Empire zu kriegen. Hab's mir auch gerade geholt. Epic Games Boo. Epic Games Launcher ist absolute Scheiße. Ich muss den schon mal neu installieren, weil er verbuggt war. Aber die kostenlosen Spiele nehme ich trotzdem gerne. Die nehme ich auch gerne, aber trotzdem ist der halt hart. Vor allen Dingen, der hat halt so viele Features einfach noch nicht gehabt und hat sie bis heute teilweise immer noch nicht. Ich nutze den nur für Spiele, die ich unbedingt nirgendwo anders kriege. Und Sinni wollte sich ja damals... Aber hey, du kannst den Account verkaufen, hast du mehrere tausend... Irgendwann den Account. Da hast du Geld, weil... Leute, Streamer gegen Streamer, wer gewinnt? Sinning wollte ja mal Reaper-Bot. Wer? Moment. Na, der. Wer? Wer ist der Streamer? Ah, Asin! Das ist Fubaret, der größte AD-Streamer. Fubaret! Als ob er den nicht kennt. Doch, kenne ich. Tatsächlich. Doch, kenne ich. Oh Gott, warte mal. Sekunde, ich muss eine Sache überprüfen. Ah doch, den kenne ich. Ist er gerade online? Also der eine. Oh. Stream Sniping! Nein, den meine ich gar nicht. Ich meine den anderen. Meine Freunde. Den anderen. Wer macht das Ding? Weil, wenn Max online ist auf Twitch, dann guckt er zu 80% Fubaret. Aber ich sehe ihn gerade nicht hier angezeigt, von daher könnte er offline sein. Es geht übrigens los, Freunde. Ja, ich seh's. Kuraten Motorcycle. Das finde ich also schön. Ja, Twitch / Fumarit. Ja, kann man machen, muss man nicht. Übrigens, ach komm, scheiß drauf. Erste Runde mit dem Gerhard. Das ist halt mit Eigenwerbung, ne? Aber ja, keine Ahnung. Ich könnte das auch machen, aber ich finde das immer so ein bisschen armselig, weil das halt gefühlt jeder macht. Lass mich doch. Aber das ist mal so generiert Aufmerksamkeit bei der Community, die du ansprechen möchtest. Ja, die will ich aber gar nicht ansprechen. Leute, die ich abfacke, die gucken, suchen sowieso meinen Namen. Die sind selber dessen mächtig. Übrigens, wir hätten mal nach O2 fahren müssen. Was, wir doch nicht. Doch, eigentlich schon. Ich muss auch gleich mit den Soldaten wechseln. Mit dem G42. Nee. Ach komm, das geht schon. Seid ihr erstmal, wo. Ich werde nicht sagen, Herr Truppführer, aber. Nee. Befehle. Danke. Ich höre. Ja, klasse, ich krieg schon mal direkt Lowlife vom Matthäus. Die Ois. Wir könnten tatsächlich jetzt einfach mal eine normale Runde spielen, ohne dass Max im Chat ist. Also, wer macht Max? Problematisch. Ja, sonst bist du halt mehr mit dem Chat beschäftigt. Ey! Wo? Oben. Hab ihn erwischt. Tobi! Wow! Das war präzise. Haben wir ein APC? Ich glaube, wir hatten ein APC, vermute ich mal, ne? Ich sehe verdammt, in der Scheune auf der gegenüberliegenden Seite sind einfach viel zu viele Leute. Ich spring eins ran. Ja, muss aber, glaube ich, mobil halten. Ich denke mal, die werden das suchen. Ich glaube, die haben nur den Pick. Die haben im Minen liegen. Nee, so komme ich da nicht ran. Nicht gut. Ah, da oben ist er. Scheiße. Unser lieber Streamer-Kollege ist in der Hütte. Oben drinne. Was? Wo zur Hölle kam diese? Sie haben es direkt ausgeschaltet. Ich sagte, die jagen das. Die haben das von Anfang an gejagt, direkt auch beeindruckenderweise. Er hat noch nicht mal geparkt gehabt, da war er schon fast kaputt.
Yep. Das haben sie sehr, sehr schnell ausgeschaltet. Hier kriegen wir keine APC untergestellt. Um Lukas mal zu zitieren, auf der Karte hier mit den APCs fahren ist ziemlich unnötig, weil die werden halt immer weggejagt. Naja. Du hast nicht viele Optionen. Da steht das. Ja, du kannst halt kaum verstecken. Und entweder fährst du damit die ganze Zeit durch die Gegend und wastest dann halt deine Zeit, die du im Punkt sein könntest. Oder du fährst einfach mit einer normalen Karre hin und ja, verschwendest halt ein bisschen die Karren. Auf der rechten Seite campt einer an der Scheune. Ja, das ist der Asien. Das Arschen. Jo, direkt ein Header! Direkt ein Header! Gleichzeitig Schüsse eröffnet, aber er direkt ein Header mir. Warum auch nicht? Wir fahren mit dem APC durch den Spawn durch. Was? Sie fahren mit ihrem APC durch und zum Spawn durch. Apropos APC, eins von uns ist durchgekommen. Steht es mitten auf der Straße, total unauffällig. Alter, was ist denn mit den Headshots los? Sie köpfen heute Leute ziemlich gut. Jo, ich merke das gerade. Ja, und das ist unser Team. Das ist unser Team, das beschreibt minimal. Unser Team. Muss ein bisschen nachladen und sowas, aber ansonsten geht das hier. Das MG42 ist wirklich ein bisschen lächerlich. Also entweder du kannst halt aufstellen und stationär betreiben, aber das kannst du halt nicht machen, weil wenn du schon im mobilen Betrieb quasi Header bekommst, bekommst du im stationären direkt ein. Dach scheint leer. Scheint leer, ist keine Bestätigung. Ich kann noch eine Granate hochschmeißen. Ich habe schon eine hochgeschmissen, aber es ging in die andere Ecke. Nee, ich meine von außen. Achso, ja, probier mal. Nein, er ist nicht oben. Okay. Er ist nämlich ganz oben. Danke, Alex. Ich habe eine Granate hochgeschmissen, es war gefordert. Ich habe es angeraten, nicht gefordert. Bad Team, ganz genau, Bad Team. So geht's los. Ich muss jetzt gerade vom Spawn aus nach hier vorne laufen, also so viel dazu. Wenn meine Mitfahrgelegenheit sich einfach mal überschlagen hat. Und jetzt bin ich halt hier alleine im U2-Punkt. Das ist echt hart scheiße. Meine Fresse, ey. Von hinten. Ich komm da von unserem Spawn rein. Warum musstest du eine Granate schmeißen? Ich hab doch schon eine geschmissen. Meine APC-Jagd für euch. Ja, vor allen Dingen, unsere fahren halt auch wie die Bekloppten mit den APCs in tot. Vor allen Dingen dann auch noch mit den Scheiß-APCs, ne? Nicht mit den guten. Sondern dann noch direkt mit den Kackteilen. Hab ich aber aufgehört, mich über Teammates aufzuregen. Das bringt einfach nichts. Wow. Also er haut jeden mit einem Kopfschuss. Ja, es ist belastend. Aber er spielt halt auch den ganzen Tag nur HNG, ne? Jetzt ist die Frage, wo war er? Irgendwo Richtung O2. Ich kann es wirklich nicht genau sagen. Ich hol dich ab. Alex, hier hinten. Guck mal, hier sehe ich ein Motorrad. Er wurde erwischt. Wirklich er oder nur der Minenleger? Ne, es war er. Also sehr gut. Und wo war er? Da vorne oder wie? Irgendwo, ja. Ach Gott, das Willen. Hier, schnell halt mal auf mich mit euren Kack-Knarren anzuschießen, nein. Ich glaube, ich steck schon gleich wieder. Ja, ich kann auch einen Headshot, ne? Mit ein bisschen mehr Lack verbunden, aber es geht auch. Ah, mein Internet lebt wieder. Mein Router hat letzte Zeit die Angewohnheit abzustürzen, so ab 19 Uhr, das heißt, ja. Ah, ne, es ist schon 19 Uhr. Richtig. Aufnahmezeit geleakt. Aufnahme im Stream. Oben im Dach. Ich glaub, das hier können wir vergessen. Ach so, Spaß haben und ja, natürlich noch mehr Spawnminen, ja. Achtung, Spawnminen, Kuraten, Achtung. Das ist dieser R-Typ, ne, mit R irgendwas geschrieben. Den habe ich eben gerade schon einmal weggeschossen. Wegen den Spawnminen. Ja, Supermouts R. Der ist richtig. Assi, der ist voll krank. Manche würden, also Hater würden sagen, er ist Troll. Ich warte auf die nächste Runde. Was macht unser Team hier?
Alter, ich glaube, ich muss gleich mal echt selbst fahren, ne? Du kannst es vollkommen knicken, dass du von anderen mitgenommen wirst. Die machen Minenräumer-Kommando. Ich sehe nur den Kopf, was treffe ich? Nix. Nix außer dem Körper. Obwohl ich nur Kopf sehe. Und Leute, ihr könnt hier leichte Panzer fahren, ob ihr wollt, aber die jagen euch, das wisst ihr schon, ne? Komm, so ein Team nicht mit Logik. Die ja nicht, ne? Die sind teilweise noch brutaler als die Leute im Stage. What the heck? Der Heck? Es macht absolut keinen Sinn bei diesem Team hier. Es ist. Ich kann mich nicht aufteilen. Und die fahren immer noch mit APCs rum. Es bringt doch nichts! I know you want. Das ist so frustrierend. Unser Team hat eine Lernkurve. Guckt euch den Chat schnell noch an. Der ist lustig. Ah, he's in aim hacking. This guy has been hacking with Russians for a month. I reported him and he's still not banned. Ja, traurige Gestalt. Ach, keine Ahnung. Merkwürdig, der Streamer. Merkwürdig. Ja, der Streamer, dass er nicht cheatet. Der Streamer, der den ganzen Tag spielt, ist gut. Komisch. Der halt wirklich nichts anderes als den ganzen Tag macht, als aus HNG spielen. Der macht halt wirklich nur HNG. Was erwartet man? Ja, ich werde irgendwann schlechter, nachdem ich, keine Ahnung, einen Monat lang nur ein Spiel gespielt habe. Tagtäglich. Aber ganz ehrlich, unser Team hatte gerade eine Lernkurve, die nach unten geht. Eine abfallende nach unten. Man merkt, die jagen mit Minen, mit Granaten und mit Panzerwerfen. Ja, jagen die Panzer und APCs. Was macht unser Team mit bis zum Schluss? Ja, mit Panzerraketen. Also mit Abwehr. Ach, weiß schon Bescheid. Was machen die bis zum Schluss? Sie spawnen die ganze Zeit APCs und spawnen die ganze Zeit leichte Panzer. Oh Wunder, wir verlieren, weil wir nicht genug Leute auf den Punkten haben. Und dann können die auch noch nicht fahren, weil sie sich die ganze Zeit überschlagen. Das ist so bescheuert gerade gewesen. Meine Süße, machst du bereit? Natürlich, Schnucki. Danke. Ich meine, die anderen wollen ja noch weitermachen. Oh, du kannst gerne weiter aufhängen jetzt. Ah, und ich kann Henrik und Kuraten doch nicht auseinanderhalten. Henrik ist gar nicht hier. Also der... Also das wissen ja die wenigsten. Das ist eigentlich dieselbe Person, aber... Ja, hat man denn schon mal Kuraten und Henrik in einem Raum gesehen? Gemeinsam? Gleichzeitig? Nee. Nur gehört, aber das kann ja ein Bauchredner sein. Oder eben. So. Genau. Oder so ein Stimmverzerrer. Weißt du, hast du zwei verschiedene Mikrofone und die mutest du dann immer abwechselnd. Sagen, wenn du bei dem einen hast, du push to mute bei dem einen Account und bei dem anderen push to talk. Wenn ja, du bei dem einen drückst, mutet sich der eine und beim anderen fängst du an zu aufzunehmen. Jetzt kann ich es ja zugeben, ich nutze ja auch schon seit Jahren Stimmverzerrer. Gerade nutze ich auch einen Stimmverzerrer. Meine eigentliche Stimme hört sich nämlich eigentlich so an, wenn ich den Stimmverzerrer ausstelle. Normalerweise ist es halt ein bisschen anders. Ich mach mal wieder an, wird sich dann angenehm an. Einfach okay, darf dass Discord selbst nichts davon gemerkt hat, aber. Ach, schade, ist echt nicht Leute, die es am Ende. Moment, ich muss mal vielleicht meine... Jetzt müssen wir ja die Folge angucken. Ich hoffe, es ist im Stream angekommen. Das wäre doof, wenn es sich da auch umgestellt hat. Aber da müsste eigentlich das richtige Mikro. Warte mal kurz. Discord. Dat. Müsste eigentlich aber gepasst haben, oder? Warum habt ihr das nicht gehört? Ist eigentlich... Vielleicht will ich das Ding einfach nicht hören. Eigentlich ist es richtig angestellt. Naja, mal gucken. Ich überprüfe das einfach nach dem Stream, ob es angekommen ist. Das ist komisch. Oder warte mal, vielleicht geht auch das einfach noch nicht. Moment. Stimmt, ich wollte noch eine neue Glühbirne in die Lampe. Ah, deswegen geht das nicht. Er hat sich hier einfach nimmt. Oh, okay, warte mal, da gab es ein Update. Moment, Test? Nein, jetzt machst du keine Updates hier, wir wollen erstmal kämpfen. Hallo, Krieg ist wichtig. Achso, es ist Krieg. Das ist äußerst entscheidend, dass wir hier Dinge... Gute Ergebnisse erzielen. Dinge. Ich probiere es gerade mit dem MG42. Auf gut Glück. Wenn du mit dem MG42 Dinge machst, aua. Ja. Das macht aua im Puppen. Nicht Teamkillen, sehr gut. 1 gegen 6, wo kommen die denn auf einmal alle her? Hallo, ich bin nicht dumm und leg Minen und sag niemandem Bescheid, dass da Minen liegen. Ah. Ja, wer würde solche unnötigen Blödsinnsaktionen denn auch durchführen? Ja, oder sowas wie, keine Ahnung, in PMKs reinrennen, die von Freunden gelegt wurden. Oder, keine Ahnung, über freundliche Tellerminen fahren. Würde mir nie passieren. Bin ich dafür bekannt.
Linke Seite APC. Geht der direkt gut aus. Um G42 kannst du echt voll knicken. Alter, ich bin ein Ping von 7. Ja, man hört's. Man hört deinen Ping. Ich hab Ping von 7. Von dem da. Ah. Bitte sag mir, das ist eine deutsche Wurfmine, die man hier gerade hört. Nein, es war ein Russe. Was kann unser Team eigentlich? Der Admin ist schon mal drinne. Nee, ich... Alter, 3-9, wo seid ihr? Im Punkt. Okay, unsere Truppe ist im Punkt drin, das ist schon mal gut. Mache ich jetzt eigentlich Solo Defender auf der Ecke? 5-9, ja, wir rappeln uns gerade hoch. Ach man, das ist doch die einfachste Map überhaupt. Okay, der Russ hat ein Maschinengewehr, das war ein bisschen zu viel für mich. Auf der linken Seite ist niemand, aber deren APC. Ich wollte nochmal drauf hinweisen. Auf der rechten Seite ist auch deren APC. Oh nein! Captain Alexander! Der hatte die gleiche Idee wie ich. Ja, kommt was zu für eine Ehrung. Er wollte gut spielen und dann starb er. Nein, er wollte mit einem... Da ist er. Mit einer Panzerschreck? Panzerfaust? Panzerfaust. Wollte das APC jagen. Was ist hier los, Mensch? Ah, tot. Könnte mich mal jemand zu deren APC begleiten? Steht auf der rechten Seite neben der Scheune. Außerhalb. Ach was, ich laufe selber hin. Okay, hat sich erledigt, da ist ein Kollege. Hast du AT im Gegensatz zu uns? Ich hätte AT, ja, aber nicht bei dem Charakter hier. Ich will ja gerade mal das MG42 spielen. Oh, oh, da kommt einer. Ich kann jetzt ja hier gern im Punkt sein, aber irgendwie ist das nicht so erfolgsversprechend. Ist der Typ? Ist er anders rumgelaufen oder was? Wie schlimm ist es? Oh, der ist ja. Wow. Ich will ein bisschen sozial spielen und helfen. Und was passiert? Ich krieg hart auf die Fresse durch einen random Kopfschuss, der eigentlich ihm gegolten hat und nicht mir. 1-9. Ich verstehe das Team nicht. Was ist schon wieder los, Mann? Einfach in den Dreckspunkt und ein paar Leute töten. Ist jetzt nicht so schwierig. Ja, jetzt haben die sich halt schon positioniert auf unserer Seite. Klasse gemacht. Und vor allen Dingen, diese Seite ist halt auch hart beschissen, ne? Früher konntest du auf jeder Ecke rüber, jetzt geht es nur noch auf drei Ecken. Brücke und die beiden Pfoten. Raten, hier irgendwo bei der Scheune ist einer. Ich glaube, linke Seite MG42. Drei, neun. Alter, alle drei sind auf unserer Ecke hier vorne. Ja, nein, wow. Das 42 ist woanders. Nein, ich meine, alle drei Leute, die im Punkt waren, waren wir. Auf der rechten Seite. Es ist kein anderer im Punkt. Es ist einfach kein anderer im Punkt. Die campen ja auch auf unserem Spawn. Ja, aber was denkst du, warum die auf unserem Spawn campen? Wie es überhaupt dazu kommen konnte? Die haben halt keine Gegenwehr gerade. Denen ist langweilig. Ich meine, unsere Leute campen am Spawn. Das ist auch sehr wichtig. Ja, das weil... gehört ja dazu. Hey, was ist hier los? Ich kann nicht so viele Russen erschießen. Irgendwann habe ich keine Muni mehr. Nein. Ich muss mich erstmal wieder einspielen. Hoffe für gute Teammates, ja, bekomme Idioten. Und eigentlich muss man mit dem APC jetzt durch die Gegend fahren, das kannst du aber auch kriegen. Die kriegen es dann noch nicht mal geschissen, das APC zu. Die kriegen gar nichts geschissen. Leute, wo ist die Action? Alter, PTRS, ey, das ist so zum Kotzen gerade. Die Sukuraten Captured AVS ist eine gute Waffe. Kann ich immer nur empfehlen. Heilige, hundsverreckte Scheiße, was ist das denn jetzt gerade gewesen? Und warum ist mein komplettes... Oh nein.
Nein, was? Bitte nicht. Mein komplettes Stream Deck Voice Mod Overlay ist weg, weil der sich vorhin irgendwann mal, also vorhin, weil er sich mal geupdatet hat. Ich muss alle Scheißteile neu einstellen. Es ist alles gelöscht. Von jedem einzelnen Effekt alles gelöscht. Wow. Ach, guck mal, Broken, das kennen wir ja, ne? Wow. Was? Ich liebe Updates. Ich muss das zurücksetzen nach einem Update. Da haben wir auch traurige Erfahrungen mitmachen müssen. Ich liebe Updates. Oh, ist das geil. Darf ich nämlich überall wieder die ganze Zeit hier Ich bin gerade verwirrt, Timo. Na, kein Problem. Ich hab dir die. Können wir, Timo? Ach so, ja. Ich glaube, ich habe gerade nicht so die Gelegenheit dafür. Ich mach mal kurz Platz für jemand anderen. Was ist los? Nee, ich habe gerade noch was zu tun. Ich habe ja nicht nur ein Leben für das Spiel, so wie Streamer oder andere Nein, Spiele. Doch. Ist leider so. Gut, ja. Wer will denn mit? Das war Tim. Tim hat's ist funktioniert? Auch gut. Oh mein Gott. Wir haben jetzt da geantwortet. Dann solltest du mich mal anschreiben, bitte. Beziehungsweise mir eine Anfrage schicken. In-game Kuraten 97, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Nein, nochmal. Wow. 97 war auf Twitch tatsächlich vergeben, aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich, weil es schon einen Kuraten gab. Meine Güte. Jetzt fängt das bei mir selber schon an. Ich will jetzt sagen Plepp, ne? Aber das beschreibt nicht, was du bist. Hallo? Test? Test? Sind hier Leute, die es interessiert? Kannst du mal aufhören, dein eigenes Gehirn zu erkunden? Sind es hier Leute, die es interessiert? Nein? Okay, dann gehe ich hier wieder. Kannst du bitte aufhören, dein eigenes Gehirn zu erkunden? Danke. Oh! Der war sogar fast gut. Ich warte weiter auf eine Anfrage. Von wem erwartest du denn eine Anfrage? Derjenige, der mit will. Von irgendwas auf Tinder was? Broken? Nachrichten? Aus. Ja. Broken hat's heute, ne? Ich glaube, also, Broken, ganz ehrlich, wenn du dir keine Verbündeten behältst, dann stehst du am Ende von diesem Stream alleine da. Am Ende mobben dich dann nämlich alle. Ich weiß, was Mobbing angeht. 9 von 10 Leuten finden Mobbing gut. Tut mir leid, Cobra, ich kann ihn nicht mobben. Ich kann kleinen Kindern nicht wehtun. Ich könnte locker auf den Kopf spucken, sagen wir es mal so, ne? Also. Ja, aber es tut mir leid. Deine Stimme sagt mir, dass du erst 13 Jahre alt bist, maximal. Den kann ich einfach nicht wehtun. Ich werde den verfickten Versuchzehn, Junge. Ha, liegt seine gesamte Existenz, der Junge. Oh nein, mein Alter. Ich bin einer von vielen Leuten, die so 17 werden. Krasser Scheiß. Ja, wie sieht's denn aus, deiner Spielernummer zusammenhängen können? Ach was. Ich lasse euch mal gegenseitig euch roasten, ne? Dann können wir verbinden und gemeinsam Kuba rösten. Ich gebe jetzt noch eine Minute, ansonsten starten wir dann. Kuba mit dem guten Röst. Ich versuche zu kommunizieren, aber er ist nicht zu hören. Du hast jetzt. Das bin übrigens nicht ich. Möchte ich kurz mal ansprechen. Ich weiß, dass du es nicht bist. Das ist hier unser Tim, Ben. Mitmacher. Mitmacher. Anhängsel. Unser Add-on. Unser Add-on. Wusste gar nicht, dass er Uplay ist. Ich kann mal gerade gucken. Schocki. Ist zufällig eine gewisse Person online? Nein, ist sie nicht. Ja, lass starten. Oder haben wir, was hast du jetzt gemacht? Wer macht denn sowas? Ich möchte keine Konversation mit dir führen. Ich habe vorhin einen Witz von Chris bekommen. Mit dir führen, was? Warum haben Franzosen einen Rückspiegel? Damit sie die Front auch mal sehen. Pass auf, das ist jetzt was, genau. Eine komplett andere Antwort. Oder ist es die? Wirklich jetzt? Du kanntest den Witz noch nicht, der ist uralt.
Wer gewann die erste Tour de France? Na, wer weiß es? Die Ghost Division. Ja, die siebte Panzer. Ja. Was ist denn auf dem Cobra, auf dem Roland-Discord wieder los? Verzeihung, ich verwechsel das gerade. Was? Komm mit kombinier das einfach, der Coop Roland. Ach, wie lange brauchen die Hero-Großen, um eine Verteidigungslinie aufzubauen? Deutschland hat herausgefunden, dass es auf jeden Fall länger als 6 Wochen dauert. Roland Dudendorf, wer ist das denn? Der Hero-Boss? Was? Hero hab ich gerade richtig verstanden. Sabaton? Dudendorf, hab ich auch verstanden. Junge, wer hat diese überragenden Paint-Skills? Ist das, wer hat das gemalt? Was denn? Guck auf den Roland-Discord. Ach, du weißt die Tactics? Ja, dass diese Paint-Skills sind... Ich weiß. Man weiß, worum es geht, aber Painskills eben. Oh, wir können schwere Panzer fahren, wenn wir wollten. Ich will eigentlich möchte ich. Ja, die jagen Panzer. Oh, guck mal. Wir könnten Flugzeuge fliegen. Ich bin in der Luft. Ich weiß, es ist so taktisch totaler Bullshit. Aber ich hab Bock drauf. Ich hab einfach Bock drauf. Meine, wie oft kann man da bitte schon mal im Krieg fliegen, ha? Brock, möchtest du AEs haben? Habe ich das so richtig vernommen? Möchtest du runtergeschossen werden? Nein, möchte ich nicht. Ich kann bei dem Typen erklären, dem das AT gehört. Mit 3 Tage der Warteschlange war, damit deine Scheiß 5 von den Flieger zu werfen. Okay, die jagen auf Flugzeuge. Da ich keine Unterstützung kriege, ziehe ich mir noch 01 zurück. Bin aber auch mal, ne? Die jagen nur ein ganz klein wenig die Flugzeuge, aber hallo. Ja, da fliegt man nicht. Naja, oder man weicht aus, ne? Ich hab mittlere Panzer bekommen. Also ich will jetzt ja nicht sagen, aber ich brauche ganz dringend Unterstützung bei der Verteidigung dieser Punkte. Ja. Kann ich voll verstehen. Wie maßstabsgerecht diese Zeichnung überhaupt ist. Ich kann sofort sämtliche Details erkennen, auch der Fakt, dass einfach das gesamte Polizeihauptgebäude fehlt, ist sehr gut dargestellt. Hab ne. Ich muss gleich mal die Sicht von der Focke umschalten auf wieder klassische Nase, weil da sieht man einfach eindeutig mehr. Ich finde das zwar deutlich geiler, aber es bringt halt nichts. Limitierst dein Fahrzeug. Welches Gebäude zahlt? Ah, was? Es liegt. Was? Ja, was auch immer, genau. Stimme ich voll zu. Oh, ja. Ich hab übelsten Ping Drop gerade gehabt. Mhm. Ist auch generell Russen-Ping, sehe ich gerade. Ich hab 100 MS. Heißt Moskau Server. Microsoft. Heißt, du hast 100 Microsoft-Aktien, sehr gut. Weißt du? Manchmal gibt's die Momente, da würde ich gerne einen Menschen streicheln. Mit einem Klappstuhl. Möchte ich auch gerne streicheln. Mit einem Schlagstuhl. So, wo war denn das jetzt? Pink! Flugzeugname. Mann. Machen wir mal Classic. Auch wenn ich das andere deutlich geiler finde, aber was willst du machen? Ich fand gerade gut, wie das Internet Broken zensiert hat. Einfach so jedes zweite Wort und so. Ah! Pink! Irgendwas. Oh. Schimpfworte. Platzhalter hier einfügen. Was im Chatprotokoll so unterstrich, unterstrich, unterstrich? Du Arschloch. Oh, das hat er jetzt aber nicht zensiert. Ja, das ist jetzt... wir gerade von Einfügen sprechen, ne? Flammenwerfer, Leute. Yay. Ohne Tanks auf dem Rücken. Wo sind denn eigentlich, gerade mal kurze Frage, wo sind denn jetzt eigentlich die Gegner noch? Wo darf man denn schießen? Das, was neben O1 markiert, ist das ein Panzer? Ja, das ist ein geklauter Tiger. Ja, gleich nicht mehr. Ja, ist tot. Gerade, da kommt der Kotorrad. Du hast es hochgekommen, wie ich sehe. Gebt mir einfach nur Befehle, wo ich eurer Meinung nach am effektivsten gerade hinschießen sollte. Punkt wird angegriffen. Richtung? 01 fällt. U1, durch 01. Protokar 1.
An der Seite mit dem Flugzeug sind zwei Leute drin. Kommt mal rein. Oscar, eins ist gefallen. Das sind nochmal zwei gewesen. Wir sind drinnen. Ja, hab reingebombt, aber leider nichts, also aus der Karre nichts getroffen. Spielt ihr Flugplatz oder Feldflugplatz? Flugplatz. 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 Der ist in Altschauerberg. Nee, in Amtskirchen. Das ist schon beides richtig. Gleiche Seite. Wieder von der kaputten Flugzeugseite kommen zwei Motorräder. Verdammt, lauf, Leute! Ein Motorrad. Ha, du Lelek. Nee, du machst wieder einer von der anderen Seite. Ewigkeiten nicht geflogen, ich merke das gerade richtig. Ich mach gar nicht, ob wir dabei sind. Geld. Ah, da kommt ja einer. Da kam einer. Ich wollte gerade schon abdrehen. Man sollte Stream-Kommentare liken können. Ja gut, aber das bei kleineren Streams vielleicht. Bei größeren aber macht das keinen Sinn, weil bis du den geliked hast, sind schon 10 neue da. Cobra. Ja. Du kommst nicht so oft, ne? Ich komme nicht so oft. Ich. Übrigens eins einzige drin. 1-2, ich bin am Arsch, weil ich habe Bad King und da sind Beruskis drin. Habe ich Brokens Frage gerade auch richtig verstanden? Ich habe ja, irgendwie, nee. Also ja, du hast es wahrscheinlich akustisch gut verstanden, aber vom Sinn her macht es keinen. Nee, ich bin gestorben. Hatte ich schon mal mit der Granate getradet? Nein. Habe ich gerade geschafft. Hast du gerade versucht, dich einfach nur umzubringen, um diese Fragen nicht mehr zu beantworten? Was? Ja. Du hast mich gefragt, da haben wir gefragt. Wir haben verloren. Na, super schön. Ich wollte einmal ein bisschen durch die Gegend fliegen und einfach mal ein bisschen entspannt die Leute wegsnacken. 194. Tiger, fahr doch rein! Fahr doch rein in den Punkt! So zünkt's. Die werden halt auch hier richtig fette Ressourcen rausziehen, weil wir sind allein 80 Mediums drin. Wir haben es noch nicht verloren. Jetzt haben wir es verloren. Oh Mann, die ey! Wir haben ja ordentlich Sachen rausgecaptured. Was haben wir eigentlich heute für ein Glück mit den Teams? Man kann nichts machen, was ein bisschen Spaß macht. Nichts. Nichts. Also nichts. Sind die alle auch heute komplett retarded oder was? Natürlich. Ja, immer doch. Nein, aber das ist so extrem schlimm gerade. Wenn's anders ist, ist es falsch. Hand geht. Weißt du, der Punkt fällt. Der ist bei 95% und da steht ein Tiger Alex, mit zwei Alex, Leuten Alex, davor. Alex, was ja? Alex sagt. Was denn? Was Alex sagt. Welcher Alex? Ich oder er? Weil ich dich anspreche und dann sage, was Alex sagt. Was hast du mich verwirrt, du... Alex. Wir sind die furchtbarsten Menschen, die man sich vorstellen kann. Ja, aber es ist schön. Wusstet ihr, dass der Dame Alex aus der GEMA-Sprache kam? GEMA ich dachte, weg. Das ist für Alex! Oh mein Gott. Hä? Hey. Warum hast du das gehört? Aus der GEMA-Sprache. Ich hab GEMA-Sprache verstanden. GEMA. GEMA-Sprache. Ich dachte gerade, was hat er das? Bei Gmail. Was? Wir haben immer den G-Punkt für sie. Ach, das ist aber mal gut. Oh Gott, wie viele haben das vorher nicht schon gesagt? Diese Witze haben ihren Höhepunkt überschritten. Boah, Timo! Können wir bitte einfach weiterspielen? Ich glaube, mit Idioten zusammenzuspielen ist deutlich angenehmer, als dem jetzt weiter zuzuhören. Höhepunkt, ey.